So, ein herzliches Willkommen. Weiter geht's mal wieder hier mit dem PC-Building Simulator. Wir haben noch ein paar PCs zu bauen. Eine ganze Menge sogar. Und ich wollte sich mal gucken, ob ich mir vielleicht mal das jetzt mit diesen Cloud-Notes anschaue. Wo sind denn meine E-Mails da? So, Mönke. Also der wollte auch Kunststoff hellgrau. Was war denn da noch? PC aufrüsten, neue CPU. Ich glaube, die war unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht. So, und du wolltest hellgraue Kabel. So, dann gucke ich mal gerade. Ich weiß, kann ich das jetzt schon mal machen? Soll ich erstmal die ganzen Kabel rausrupfen? So. Wo ich glaube, das können wir tatsächlich lassen. So, Kabel sind, glaube ich, da. Dann schauen wir mal. So, nehmen wir die hellgrauen. Haben wir das ja auf jeden Fall schon mal. Bevor ich das nachher noch vergesse. So, ja, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich zugeben. Da kann man, glaube ich, nicht meckern. Theoretisch kann ich die ja auch schon mal anschließen, oder? So. Quadcore, Quadcore. So. Ja, wir hätten Ryzen 5, den wir dann da reinpacken könnten. Andererseits kommen, dann würde ich glaube ich mal sagen,
Nehmen wir die Extrakosten in Kauf. Dann kriegen wir das Ding endlich mal fertig. Dann können wir auch direkt weiterbauen. So, bitteschön. So. Dann wichtig Dings mit draufpacken, Wärmeleitpaste. Das ist dann den Arctic Freezer, wie mir scheint. Achso, Moment. Da haben wir's. Ich hätte vielleicht von der Seite ein bisschen eher gucken können. So. Jetzt haben wir's. Einmal den Kühler bitte drauf. Auch die schicken hellgrauen Kabel. Ja, sauber gemacht ist. Dann können wir dich eigentlich wieder zusammenbauen und einmal kurz anschließen. So, Far Cry 5 ist noch drauf. Achso, warte mal, ich habe den Dings gar nicht dran. Quatsch. Ja, erstmal wieder reinkommen. Zack, tut's eine Software, genau, mein USB-Stick. Stimmt, bei dem anderen war es ja das Problem, dass dass wir keinen Stick mit einem Betriebssystem hatten. Haben wir den eigentlich mittlerweile gekauft? Naja, wir werden es sehen. Ja, wir scannen aber noch drauf. Dann wird einmal neu gestartet. Ja, es wird hier langsam mit unseren Bewertungen. Sehr schön. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann mal nochmal so übertakten müssen oder so. Ah, guck mal. Lohnt sich. Ja, einigermaßen rund. Rund ist halt auch die 2021 Version. Obwohl die ja eigentlich zu der Zeit noch gar nicht rausgekommen ist. Ich habe, glaube ich, was gefunden, was jetzt nicht ganz so realistisch ist.
So, dann haben wir das aber, glaube ich, gleich. Das sind immer noch die anderthalb Minuten, die man dann hier mitnehmen muss. Kann ich eigentlich so lang was anderes machen? Ah, tatsächlich. Praktisch. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Dann muss ich nicht die ganze Zeit vor dem Bildschirm hängen. Gut, was haben wir denn jetzt als nächstes? Auf 16 GB RAM aufrüsten. Amber. Den auch. Haben wir irgendwas, was schneller fertig werden muss? Da muss eine neue Grafikkarte rein. Kräftig. Wir haben jetzt den 18. Ja gut, da ist eigentlich noch mehr als genug Zeit. Auch den Quadro können wir jetzt. Na gut, ich behalte dann mal im Dings. Okay. So, dann bist du durch. Nehme ich mal mit. Und fertig. Hallo Kepo. Herzlich willkommen. So, dann bitte einmal Geld. Zack, sehr schön. Niemand mehr die Identität. Ja, genau. Okay. Ja, hoffen wir mal das Beste. Dass da jetzt nichts allzu Schlimmes passiert. Stimmt, genau da hat das Betriebssystem noch gefehlt. Ist ja extra noch die Zähne richten lassen, bevor du da nach Hause fährst. Ja, ich glaube, das sollte dann ja auch werden. Ist halt immer die Frage, wenn die Eltern oder Großeltern sich so melden, dass dann denkst du teilweise echt immer direkt das Schlimmste. Ah, okay. Ja, kannst dir so lange noch ein paar Ibus nehmen, bis das dann vielleicht einigermaßen gefunden oder erledigt wurde. Da hatte ich den Eindruck, dass die eigentlich immer relativ gut funktionieren.
So, T. Konrad. Schauen wir mal, ob du noch irgendwas Besonderes wolltest. Du wolltest neue HDD, genau. Du hast einen i3, ich hatte glaube ich einen neuen Rechner schon, oder ich hatte schon bestellt. Und du kriegst einfach komplett neues RAM. Gut. Weiße Kabel möchtest du. Gut. Dann reißen wir mal raus. Ja gut, aber trotzdem, ich habe jetzt auch festgestellt, ist ganz praktisch, dann ein bisschen was auf Vorrat notfalls da zu haben. So, haben wir alles raus? Nein, noch nicht ganz. So, jetzt. Nee, wir machen erstmal. Ja, du kriegst dann den erstmal rein. Sehr schön. Ja. Ja, ich hatte gerade schon überlegt, ob ich drunter poste, wie an wie viel ich von dem Key noch erinnern kann. FCKGW. Ah, ich glaube, dann hört es aber auch schon wieder auf. So, hauen wir den mal raus. Ram, 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 ram. Das war nicht so schnell getaktet, aber du hast ja auch nichts von Taktung gesagt, Kollege. So. Ja, genau. Wir haben die Wärmeleitpaste vergessen. So, es fehlen Kabel, dann machen wir die jetzt mal. In Weiß. So. Kann jetzt hier wieder den tollen PC-Builder-Rap. Ja, wiederholen sich halt so ein bisschen die Songs, aber ist eigentlich ganz witzig. So, PC haben wir aufgerüstet, das haben wir soweit. Sehr schön. Ich glaube, jetzt so langsam kriegen wir die Sachen auch mal hier fertig. Das ist ganz schön. Hm.
Obwohl, ich habe die alle abgenommen, oder? Ja, das sieht wahrscheinlich jetzt einfach nur ein bisschen. Ja, das sieht einfach nur so grau aus. Okay, gut. Gut, dann dürfen wir das hier nochmal festschrauben. Okay. Ja, gut, stimmt eigentlich. Und je nachdem, wie alt der PC ist, lohnt sich ja tatsächlich sogar noch eine 32-Bit-Version von XP. Wenn halt eben noch nicht mehr als 4 GB RAM drin sind. Von daher. Ja, aber ich muss sagen, bisher bin ich auch mit Windows 11 ganz zufrieden. Also das bisschen, was ich jetzt halt auf dem Laptop getestet habe. Ist ungewohnt mit dem Startbutton in der Mitte, aber sonst geht's. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, das damals hatte, waren ja auch 4 oder 8, ja gut, 4 GB glaube ich auch noch relativ normal. Von daher. Wie gesagt, Vista hatte ich ja damals ganze 2 Stunden drauf, bis mir dann der PC abgeraucht ist. So, gut. Was haben wir dann soweit alles? Als nächstes Grafikkarte. Ich glaube, das hatten wir auch schon bestellt. Ach, da war da nicht irgendwas, was wir da, als wir an dem Gehäuse nicht weitergekommen sind? Hier können wir mal sauber machen. Na? Ah, jetzt. So, ja, genau, das war ja auch, war auch bei meinem Laptop tatsächlich. Ich habe gesagt, ich wollte, also da will ich auch mindestens 8 GB haben. Habe halt das Glück gehabt, dass ich dann einen gefunden habe, der dann sogar 16 GB hatte. Zwar refurbished, wie ich nachher rausgefunden habe, aber das ging dann ja doch ganz gut. So, Speicher, bitteschön. Gut. Dann haben wir das. Sauber gemacht ist ja auch. Wolltest du Kabel? Oh, aber der ist ja mittlerweile fertig, ne? Ja. Hat sich gelohnt, wie es aussieht. Hier vom PC-Building Simulator, okay.
Manfred, 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 da. Jupp. Du wolltest keine speziellen Kabel? Dann gibt's auch keine speziellen Kabel. Selber schuld, sage ich da. Ja, wie gesagt, so alt war es jetzt noch nicht. Deswegen passt das ja. Oh ja, stimmt. Ich glaube, das war wirklich dann mal in Early Access erstmal gewesen. So, oh guck mal, ein Gigabyte-Platte drin. Oder im Mainboard meine ich jetzt. So. Dann machen wir hier wieder das Übliche. Einmal. Ja, sonst ist ja noch auf der CD drauf für Notfälle. Ach stimmt, Virenscanner wollte ich ja auch noch drauf machen. Ja, das sollte aber sonst passen, denke ich. Ist die überhaupt noch mit aktuellen Windows-Versionen kompatibel? So, brav. Naja, mehr als Installationsfehler kommt ja bei, wird ja wahrscheinlich nicht rauskommen dabei. So, genau, da fehlt das Betriebssystem. Du wolltest eine neue Grafikkarte. Du eine neue CPU. Na komm, nehmen wir die erstmal mit. Gucken, weil ich den Lagerschrank hier endlich mal kriege. Ach, jedes Mal die falsche Seite. Aber jetzt muss man hier da nicht sauber machen. Ja, das mache ich auch meistens, wenn ich längere Zeit mal wegfahre. Dafür sind also Zusammenstellungen, diese Restverwertung finde ich halt immer ganz cool. Und meistens halt auch ganz lecker. So, wieso konnte man dich jetzt nicht abtrennen? Achso, weil es von der anderen Seite wahrscheinlich verschraubt war. Nö, ist es nicht. Deckung nicht, nee. Ah, okay. Tatsächlich hat da ja noch was gefehlt. Dann werden wir den Prozessor für den anderen Rechner nehmen können. Naja. Okay.
beim nächsten Mal. Jetzt habe ich ein bisschen was da. So, Stick noch? Oh ne, der ist noch am anderen Rechner drin. Na, wir können ja, glaube ich, schon mal zumachen. Ja, das stimmt. Das fand ich auch etwas komisch. Aber gut, das ist halt bei den Dingern auch normal, dass das ja alles was gequetscht ist. So, schalten wir das schon mal ein. Du bist fertig. Cool. Wollen wir wieder abrupfen hier. Schön. So, und da hauen wir dann noch den Stick rein. So, diesmal nicht neu starten, da ist noch ein Virenscanner drauf. Dann sollte es passen. Gut, einmal neu starten bitte. In der Zeit ich gerade noch mal rein. Einmal kassieren. Super. Hey, ach, jetzt gehen auch die Errungenschaften endlich mal. Cool. Peripheriegeräte Shop freigeschaltet. Cool. Damit wärst du fertig. Du bist auch fertig. Dankeschön. So, Vanessa. 24, ja gut, das müsste auch passen. Genau, und du brauchst halt noch das Betriebssystem. Gut, in der Zeit einmal Virenscanner laufen lassen. Dann gleich nochmal den Benchmark. Zack. So, genau. Der USB-Stick kommt dann morgen. Den Ryzen kann ich dann irgendwo hinweg wegpacken. Dann. Das war die Grafikkarte. Was hast du drin? 280. So, Peripheriegeräte. Achso, erst öffnen tatsächlich. Gut. Das ist ja auch kein Problem. Ach ja, die Sache mit den Computern.
Ich glaube, die Kabel hänge ich aber auch gerade schon mal ran. So. Du bist fertig. Zack. Gut, das müssen wir morgen machen. Aber wir können ja schon mal hinstellen. Ist jetzt ja eh nichts mehr für heute. Grafikkarte, du willst neue Dinge, jawohl. So. Eigentlich hätte ich ja dafür, dass er so unfreundlich war, aber so kurz angebunden, den PC nicht noch sauber machen sollen. Aber was macht man nicht alles für gute Bewertungen? Da. Ja. So, machen wir es ganz ab. Grafikkarten. Was hatten wir denn? Ja, über die. So, Feuer frei. Dann nochmal die Riegelung hier dran. Alles klar, Seitenwand nochmal drauf. Wie schön. Du hast jetzt eine neue Grafikkarte gekriegt, die besser ist. So. Oder was war da drin? Hm. Ja, ich glaube, das gab es ja für Ubuntu auch, dieses All-in-One Messenger, wo du halt dann die ganzen Messenger-Programme hast, also du hast halt quasi dann eine Web-Oberfläche da drin laufen. Aber ist halt dann, da kannst du halt Telegram, Threema, WhatsApp, Facebook etc. reinpacken. Von daher ist es eigentlich gar nicht so schlecht. So. Ist die 560 tatsächlich schlechter als die 280? Hm. Die sind halt alle benutzt.
von den Werten wäre sie besser. Ist halt aber weniger wert. Ja, wahrscheinlich müssen wir noch eine neue Grafikkarte bestellen. So, einmal bitte. Du wolltest aber auch, genau, neue Teile. Gut, das wäre fertig. Das wäre fertig. Das läuft gerade. Gut, dann schauen wir mal hier. I5. Was hast du denn? Ja gut, aber das passt. Also ein 6400. Und 8 GB RAM machen wir auch komplett neu. Obwohl, warte mal, hast du irgendwas gesagt von wegen... Und wir kaufen halt nochmal zwei von dem alten RAM. Und dann kann ich mein Gebrauchtes auch loswerden. Habe ich denn... ich hätte sogar noch eine benutzt. Okay, dann brauche ich tatsächlich keine kaufen. So. Die sind quasi für umsonst. Das sieht natürlich auch süß aus. So. Ah, so können wir das austauschen, alles klar. Cool. So, dann haben wir da überall mal Razer. Aber das ist für alle? Nö. Na gut. Dann kriegen die Dings hier die Asus-Tastaturen. Inklusive Asus-Maus. Und halt die großen Notepads noch. So, Monitore, Gigabyte. So, für dich brauchen wir tatsächlich noch eine neue Grafikkarte. In Ordnung.
Dann schauen wir mal. So, was war drin? 280. Können wir von 380 nehmen? Wie viel billiger ist die denn? So. Ja. Ist halt ein VRAM weniger. Aber ist halt teurer. Von daher wird das schon passen. Oder. Für die 10,50 nehmen. Na ja, komm. Zack. So, du wolltest. Genau, das haben wir. 8 GB RAM, genau, da wollte ich mal nachgucken. Das waren Martini Value. Habe ich aber wahrscheinlich schon weggeschmissen, so wie es aussieht. Ja. Also DFL Monitor 4 GB. Dann können wir das dann auch verbauen. Ja. Ach, sie sind schon dabei. Das war von der Sam. Cool. Gut, das wären dann die Sachen. Nehmen wir an. Das wird jetzt erledigt. Genau, bei dir brauchen wir halt einfach das Betriebssystem. Was möchtest du denn? Du willst noch schwarze Kabel, PSU, Netzteil. Okay. Was hast du denn für eins? Machine Power King, okay. Okay. Was für ein Budget? 80, ja. Nehmen wir das. Muss ja auch nicht übertreiben. Und schwarze Kabel. Ja gut, das können wir dann bei Gelegenheit machen. Upgrade-Abfrage. So, totaler Fan von AMD. 300. Du kriegst ja für 9 Ryzen.
Hast du eine Grafikkarte drin? Ja. Können wir ja gucken. Ob wir da vielleicht noch was. Also du willst aber nichts Gebrauchtes haben. Ja, genau, unseren Rechner müssen wir auch irgendwann noch mal aufrüsten, fällt mir ein. Ja, gut, 300 Budget. Da wird wahrscheinlich mehr als ein neuer. Obwohl, warte mal, 3D Mark ist ja eigentlich eher Grafikkarte. Ich glaube, da haben wir halt noch nichts Gutes, oder? Nvidia, Nvidia, Nvidia. Das wäre halt genau. Na ja gut, dann haben wir hier halt wenig Materialzusatz. Vor allen Dingen, wieso ist denn die 4 GB-Variation so teuer wie die 8 GB? Dann nehmen wir natürlich 8 GB. Okay. Gut, nehmen wir an. Ich hoffe, dass da die CPU, die GPU ausreicht. Gut, du hast die Cast Adobe gekauft, ist in Ordnung. Celeron ist jetzt nicht unbedingt so das Wahre. Du hast die ganze. Ja, gut, okay, wenn das ein. Zwei Grafikkarten, jede Menge RAM, aber halt ein Celeron-CPU. Alles klar. Ich glaube, da brauchen wir auch ein neues Mainboard. Obwohl Gaming. Ja, gut, das sollte passen. Okay. Dann kriegst du einfach eine neue. Wie viel? 250. Was haben wir denn da? Ja, komm, du wirst doch nicht groß übertakten müssen. Andererseits bei Adobe ist es halt schon, ja, immer den i7. Also den K. Gut. So, Level 5. Ja, alles klar. So. Was ist denn? Gestern Abend war ich in einer Bar und hörte, wie jemand was über Computer sagt. Ich hatte den Eindruck, es ging um irgendein technisches Problem. Deshalb ging ich rüber und stellte mich vor. Ja, wir kamen ins Gespräch und die Dame merkte, dass sie irgend so ein bemerkte, dass sie irgend so ein E-Sports-Team managen würde. In Teilen spielen da einen Haufen Kids Videospiele und bekommen Geld dafür. Ist doch irre, oder? Naja, wie sich herausstellte, sitzen sie da auf einem Haufen ziemlich hochwertiger Hardware. Aber dennoch lässt deren Zuverlässigkeit zu wünschen übrig. Tja. Wenn es jemanden gibt, der sich mit Zuverlässigkeitsproblemen auskennt, dann bin das ja wohl ich. Erzählt ihr von der Firma und meinen langjährigen Erfahrungen und ehe ich mich versehe, bin ich schon als technischer Berater angeheuert.
Du liest richtig, ich bin gehobenes Management. Tja, wegen stelle ich mir vor, dass das gehobenes Management ist. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das mit diesen Turnieren funktionieren soll. Aber was soll's, sind ja wieder Videospiele, wie kompliziert kann das denn schon sein? Aber gut, ich dachte, du sollst es vielleicht wissen. Unter Umständen kann ich ja sogar mal für dich den einen oder anderen Job empfehlen. Das wird doch cool, genau. Gerne. So, neue Sachen verfügbar. Das haben wir. Und noch mehr neue Sachen verfügbar. Gut. Dann... Warenkorb. Alles klar, sollte bis morgen ankommen. Dankeschön. Gut, dann bauen wir da die Grafik. Da habe ich auch schon wieder ausgebaut. Ja, machen wir für heute Schluss. So, da haben wir das ganze Zeug noch. Ab zur Arbeit. Hallo Komponenten. So, dann können wir jetzt hier endlich mal Betriebssystem installieren. Achso, ja. Ja, das hätte ich schon. Aber ja, scheinbar hat es Epic mittlerweile hingekriegt, auch das mal Errungenschaften hier zum Laufen zu kriegen. Ah, wahrscheinlich muss ich einfach nur vom Dings... Ah ne, okay. Geht wohl auch so. Gut. Dann haben wir das jetzt ja endlich mal erledigt. Boah, der hat glaube ich echt ewig bei uns rumgestanden, der Rechner. Ja, wahrscheinlich. So, dann kriegst du noch eine neue Grafikkarte. Genau, du kriegst, glaube ich, die 280 erstmal. Gut, damit ist er jetzt zufrieden, immerhin. Wolltest du weiße? Ich glaube. Ich schaue aber lieber nochmal nach. Es kräftig war das. Oh ne, das war sicher egal bei dir. Gut. Dann bauen wir da den Rest noch zusammen. Hallo Wollinchen, herzlich willkommen.
So, wir basteln hier mal ein bisschen fröhlich weiter an den Rechnern rum. So, und dann werden wir das andere gleich mal hochfahren. Na gut, Viren werden da tatsächlich keinen drauf sein. Ist ja neu, der Rechner, haben wir gerade, beziehungsweise das System haben wir gerade neu installiert.